Österreichs Stromsystem, das agiert in vielen Bereichen am Anschlag, heißt es. 9 Milliarden Euro Investment sind nötig, um wieder auf die geforderten Standards bis ins Jahr 2030 zu kommen. Was, wann wird wo gebaut? Das und viele weitere Details bespreche ich jetzt mit dem technischen Vorstand der Austrian Power Grid, die die großen Netze in Österreich betreiben, mit Gerhard Christiner. Vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Morgen, danke. Ja, der Umstand, dass 2030 der gesamte Strom in Österreich aus erneuerbaren Quellen produziert werden soll, der strengt nicht nur das Netz sehr, sehr stark an. Da müssen ja Dinge neu bespielt werden, die überall auch hintransportiert werden können, auch von den Erzeugern, die den Strom herstellen, bis zu den Endverbrauchern. Und das Netz wäre eben am Anschlag, wie Sie das nennen. Was heißt am Anschlag? Ja, am Anschlag bedeutet, dass wir eigentlich nicht immer in der Lage sind, den Strom, der aus erneuerbaren Quellen in Österreich produziert wird, auch zu den Kunden zu liefern. Mhm. Das heißt, wir kommen bereits in Engpässe und wir sehen derzeit ja einen massiven Ausbau auf der erneuerbaren Seite. Speziell Photovoltaik boomt. Wir werden heuer rund 2000 Megawatt Photovoltaik zubauen in Österreich. Das entspricht fast der Leistung der gesamten Donaukraftwerkskette. Wir haben ca. 300 Megawatt Wind, die wir zubauen. Entschuldigung, in einem Jahr wird Photovoltaik in der gesamten Dimension der Leistung aller Donaukraftwerke gebaut? Genau, der Leistung. Nicht des Energieoutputs, weil die Photovoltaik eben nur rund 1000 Stunden produziert. Ein Donaukraftwerk produziert ja rund 5.000, 6.000 Stunden, aber die installierte Leistung, 2000 Megawatt, entspricht circa dem, was an der Donau installiert an Leistung steht. Und das haben wir zugebaut heuer und wir sehen das auch in den kommenden Jahren durchaus weiter, dass das so passieren kann. Das Problem ist eben nur, dass der Netzausbau mit diesem Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren nicht Schritt halten kann und damit kommt es zu Engpässen. Das Netz wird ja nicht nur sozusagen von großen Stromerzeugern, Sie haben es bereits erwähnt, wie den Donaukraftwerken sozusagen bedient. Einerseits wird dort ja Strom produziert und abgegeben. Es kommen ja auch viele kleine dazu. Also Photovoltaik gibt es ja quasi auch am Dach eines normalen Einfamilienhauses. Theoretisch könnte man auch kleine Windräder betreiben, das wird kaum passieren, aber größere Windräder, speziell in Niederösterreich und im Burgenland, gibt es an vielen verschiedenen Standorten und die müssen den Strom ins Netz reinspeisen können. Ist das tatsächlich das große Problem, dass es so viele regionale Anbieter sind, die Einspeiser sind und nicht mehr wenige ganz, ganz große, so wie früher? Na, die Herausforderung ist eher die, dass wir den erneuerbaren Ausbau, speziell die Windräder, aber auch die Photovoltaik, großteils an anderen Standorten haben, als es die konventionellen Kraftwerke waren. Also Gaskraftwerke waren sehr verbrauchsnah im städtischen Bereich situiert, früher noch einmal Kohlekraftwerke auch in den steirischen Regionen. Das heißt, diese Kraftwerke werden abgeschaltet, gibt es nicht mehr und stattdessen bauen wir im Weinviertel, an der Bahndorfer Platte oder auch im Brucker Becken massiv Wind aus, zum Teil auch Photovoltaik bereits im großen Stil. Und dort steht aber nicht der Verbrauch dem gegenüber. Das heißt, die Netzinfrastruktur passt auch nicht mehr zur Systematik und zur Infrastruktur, wie eben die Erneuerbaren ausgebaut sind. Und das gilt es jetzt eben nachzuziehen und anzupassen. Ansonsten haben wir einfach die Situation, dass wir an sonnigen Tagen sehr oft nicht mehr die volle Erzeugung aus Photovoltaik einspeisen können oder auch an windigen Tagen nicht mehr den Strom aus der Region, beispielsweise aus dem Weinviertel, wegbringen Richtung Speicherkraftwerke im Westen. Das heißt, die Hersteller sitzen woanders als die Verbraucher, zum Beispiel in Ballungsräumen. Es wird im Weinviertel produziert, aber in Wien benötigt und das muss mühsam hin und her transportiert werden. Genau, Sie können sich vorstellen, wir werden im Weinviertel bis 2030 rund 3000 Megawatt Wind installiert haben, also Windkraftwerke. Im Weinviertel haben wir eine Verbrauchsspitze von rund 100 Megawatt. Das heißt, viel mehr Strom, der dort an windigen Tagen produziert wird, als wir dort Abnehme haben. Und das muss ich dann abtransportieren. Und wir müssen den Strom, der produziert wird, auch gleichzeitig irgendwo zum Kunden bringen oder verspeichern können. Ansonsten bekommt das ganze System eine Schieflage. Auch das finde ich jetzt sehr interessant. Das heißt, nur ein 1/30 des durch Windkraft erzeugten Stroms wird im Weinviertel, dort wo er eben erzeugt wird, auch tatsächlich wieder verbraucht. Und 29/30 quasi müssen woanders hingeschickt werden. Genau, so ist es. Darum haben wir auch schon dort, also im Weinviertel sind wir an sich vorbildlich unterwegs. Dort haben wir eine 380-kV-Leitung bereits in Betrieb genommen, die sogenannte Weinviertelleitung. Jetzt bauen wir auch noch die Autobahnauffahrt zu dieser Leitung. Eine haben wir bereits in Neusiedl an der Zeil. Es kommen noch 2, 3 weitere Umspannwerke, wie wir sagen, dazu, wo eben der Strom aus den niedrigeren Spannungsebenen hochgespeist wird und dann abtransportiert werden kann, sozusagen auf der Stromautobahn und in Österreich verteilt werden kann. Ja, die Weinviertelleitung ist eine dieser großen Projekte. Da gibt es noch andere, die sogenannte Salzburgleitung, die ist ja schon im Bau, hat ja ewig gedauert, bis sie begonnen hat werden dürfen, aber jetzt wird sie eben gebaut. Dann die Deutschlandleitung und auch der Netzraum Kärnten wird ausgebaut oder sozusagen
genau durchleuchtet. Und sehr interessant, es gibt auch einen sogenannten Projektcluster Ostösterreich. Ja. Hängt das mit Wien zusammen? Das hängt primär mit der Entwicklung speziell eben von Wind und Photovoltaik in der Ostregion zusammen. Man muss sich vorstellen, wir erwarten doch in dieser Region bis 2030 rund 20.000 Megawatt Wind und Photovoltaik, die hier installiert werden. Also das zieht sich, wie gesagt, vom Weinviertel über Brugger Becken, über die Barndorfer Platte, das ganze Burgenland hinunter bis in die Steiermark, speziell was den Wind betrifft, aber auch ergänzt um massiven Zubau von Photovoltaik. Und das kumuliert sich alles in dieser Region. Und da muss man eben schauen, wie kann man das einerseits in der Region natürlich optimal verteilen, aber wir wissen heute bereits, diese Leistung, wenn dort wirklich ein sonniger, windiger Tag ist, wird in der Region nicht verbraucht werden können. Und das müssen wir dann eben zu den Speichern bringen, und die sitzen in Österreich im Westen. Darum einerseits der Cluster Ost für die Integration ins Übertragungsnetz und dann eben der Ausbau der Hochspannungsleitungen auch in Richtung Westen. Weil Sie das erwähnen, das ist ja spannend in der Vorbereitung, habe ich gesehen, 500 Kilometer von 380 kV Leitungen müssen erneuert, verstärkt und so weiter werden. Das sind die ganz, ganz großen Masten, die man eh sieht im Landschaftsbild. Und 400 Kilometer von 220 kV. Mhm. Das heißt in Summe fast 1000 Kilometer. Das ist deutlich länger, fast doppelt so lang wie Wien-Bregenz. Das muss alles verstärkt werden. Ja, ja. Also das sind jetzt einmal die Projekte, das sind eben speziell die West-Ost-Verbindungen in Österreich, die derzeit schon zu schwach sind. Die 220 kV-Verbindung durch die Steiermark praktisch von Salzburg kommend ist bereits im Genehmigungsverfahren auch, und wir hoffen, dass wir da relativ schnell weiterkommen. Aber wir haben eben auch noch das Projekt in Kärnten, die Verbindung durch Kärnten Richtung Salzburg bzw. Tirol, aber auch hier im Westen Österreichs zwischen Oberösterreich, Wien, Niederösterreich. Auch hier gilt es, einiges zu verstärken. Jetzt sind das ja dramatische Entfernungen, 1000 Kilometer. Ich meine, das ist wirklich nichts, das einfach so geht und es machen alle mit. Ja. Wie ist denn das Gesprächsverhältnis mit der lokalen Bevölkerung zum Beispiel oder auch mit Bürgerinitiativen, wenn die APG jetzt kommt und sagt, wir brauchen, um Österreich Stromzukunft zu sichern, das hört sich ja durchaus verständlich und nach einem hehren Ziel an, aber ist dann trotzdem Stopp, wenn es um den ersten neuen Masten geht in Wirklichkeit? Ja, das ist unsere ganz große Sorge. Also wir können sicher nicht mit der Qualität und mit dem Tempo weitermachen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, mit Riesenproblemen, Bürgerinitiativen und Verzögerungen bei den Genehmigungsverfahren. Und darum drängen wir auch sehr stark, dass hier ein gesamtheitlicher Ansatz gefahren wird, dass wir diese Ausbauplanung der Erneuerbaren gemeinsam mit dem Netz auch macht und auch kommuniziert, dass die Bevölkerung auch dazu steht. Auch die Landespolitik ist hier gefordert, weil natürlich viele dieser Projekte eben durch die entsprechenden Bundesländer gehen und wir hier auch das Commitment speziell der Landespolitik brauchen, der Länder, weil gerade die Umweltverträglichkeitsverfahren laufen ja in der ersten Instanz in den Bundesländern ab. Das heißt, dort sind wir präsent bei den Verfahren, und was es braucht, ist auf jeden Fall, wir brauchen bei den Genehmigungsverfahren insofern Verbesserungen, als wir Klarheit haben müssen, und das haben wir jetzt beispielsweise in einem Projekt in Linz gesehen, wo uns die Richter sagen, wenn man den Klimaschutz bevorzugen will und der Klimawandel sozusagen das dringendste Thema ist, das wir in Angriff nehmen müssen, dann braucht sie auf der gesetzlichen Ebene Klarheit, dass man sagt, das ist höher zu gewichten als beispielsweise irgendwo eine Trockenwiese oder irgendwo ein schützenswertes Gebiet, dass man hier auch doch in gewisser Weise dann auf gewisse Dinge nicht so Rücksicht nehmen muss, damit man weiterkommt. Und dann gibt es ja große Unterschiede, der Windkraftausbau im Osten, Stichwort Pandorfer Platte, wir haben schon gesagt, also Niederösterreich, auch Burgenland ist ja sehr, sehr fortgeschritten, großer Respekt auch allen, die da Windräder aufstellen. Im Westen Österreich sieht es da ganz anders aus. Viele Bundesländer haben nach wie vor kein einziges Windkraftwerk, oder es wird jetzt einmal versucht, mit ganz kleinen Lösungen zu sagen, ja, wir machen eh mit Salzburg, Tirol und Vorarlberg zum Beispiel. Ist für die APG vielleicht ganz praktisch, weil da muss man nicht diese vielen dezentralen Einspeiser berücksichtigen, aber gibt es da nicht noch sehr, sehr viele Reserven, speziell im Westösterreich, auch bei der Windenergie, um zusätzlich jetzt erneuerbare Energie wirklich zu produzieren? Ja, man muss sagen, ich glaube, der Westen, man darf den Westen nicht unterschätzen. Der Westen oder die Betreiber von Anlagen im Westen investieren sehr stark in die Speicherkraftwerke, in die Pumpspeicherkraftwerke. Dort haben wir große Projekte laufen, sowohl in Vorarlberg, in Tirol, in Salzburg. Also dort gibt es einiges an Kraftwerksprojekten, wo auch die Bevölkerung nicht immer glücklich ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Wie weit dann die Windstandorte dort wirklich dann auch
den Ertrag liefern oder den Sinn machen. Man muss doch in die gebirgigen Lagen so weit raufgehen. Das sind dann sehr teure Anlagen wahrscheinlich. Das muss man sich anschauen. Idealerweise der Wind, wie wir wissen, geht im Osten in Österreich am stärksten und dort hat man das höchste Potenzial, auch Wind zu ernten. Ich glaube, wir sind in einer privilegierten Lage hier, dieses Wechselspiel. Wind, Speicher im Westen, Wind im Osten und dazwischen braucht es eben halt Leitungen. Das ist das Thema, dass wir, und das müssen wir in Angriff nehmen, dass wir hier ein Gesamtoptimum heraussuchen. Das heißt, verkürzt gesagt, der Westen setzt auf Wasserkraft, ob Pumpspeicher oder jetzt Flusskraft, ist ein anderes Thema, und der Osten im Wesentlichen auf Wind. Und dazwischen muss die APG die Leitung entspannen, damit Einbinder, aber auch Verbraucher irgendwie vernünftig zu Strom kommen. Genau. Also wir haben ja mit den Erneuerbaren eine Erzeugungsform, die sehr volatil ist. Wir wissen, dass an starken, windigen Tagen sehr viel Strom, in der Zukunft wahrscheinlich massiven Überschuss an Strom. Auf der anderen Seite, an Tagen, wo kein Wind geht, braucht man den Strom dann aus den Speicherkraftwerken. Und dieses zu auszuoptimieren, das ist die ganz große Herausforderung. Und dafür braucht es halt auch die Netze. Und das betrifft nicht nur Österreich, sondern es ist ja wirklich ein Thema, dass wir auch über die Grenzen schauen müssen. Wir sind in einer Region, speziell bei der Photovoltaik. Die Photovoltaik wird das größte Potenzial haben in den nächsten Jahren, auch in Ungarn, auch in der Slowakei, auch in Tschechien, das sehen wir jetzt schon. Wir kriegen oft zur Mittagszeit sehr viel Strom, Photovoltaikstrom aus Ungarn nach Österreich rein. Warum? Weil dort sehr viel Überschussstrom auch zu Mittag bereits produziert wird. Ungarn setzt sehr stark neben der Atomkraft auch auf Photovoltaik. Und das spüren wir bereits. Aber ich meine, dass das Photovoltaikstrom ist, das steht ja jetzt nicht auf einem Zettel oben. Das ist sozusagen nur, weil gerade sehr viel Photovoltaik produziert wird in Ungarn und ein Teil des Stroms, der quasi herkunftsneutral nach Österreich kommt, ist dann eben offenbar aus der Sonne gewonnen. Genau, also das ist natürlich ein Strommix. Ja. Man kann sich das vorstellen, die Kraftwerke speisen in einen großen See. Aus diesem See wird dann Strom genommen. Das ist ein Strommix. Wie viel dann davon Atomstrom oder Photovoltaik ist, das ist dann im Endeffekt nicht mehr erkennbar. Ja. Jetzt gibt es Begriffe wie das Elektrizitätswirtschaftsgesetz auf der einen Seite und das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz. Zwei Grundlagen gesetzlicher Natur, die eben nötig sind, damit man auch einen gesetzlichen Rahmen hat, in dem man sich da fortbewegen kann. Das zieht sich, um es mal ein bisschen höflich auszudrücken. Wie ist denn da das Gefühl, kommt es endlich zu diesen Gesetzen oder reden wir da nur von Verstärkungen, von Erneuerungen, aber die gesetzliche Grundlage fehlt eh? Also beide Gesetze bräuchte es dringend. Ja. Warum? Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz ist sozusagen eine neue Strukturierung, eine Neufassung des bestehenden Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetzes, welches mittlerweile massiv in die Jahre gekommen ist und einfach die Tatsachen, die Realitäten, die Erfordernisse, die wir derzeit haben, nicht mehr abbildet. Das heißt, das ist das ganz große Problem. Wir brauchen nämlich auch neben dem klassischen Netzausbau gerade im Netzbereich eine wesentlich stärkere Digitalisierung. Das Netz muss wesentlich intelligenter werden. Wir müssen viel stärker interagieren können, auch mit den kleinen PV-Anlagen bei den Häusern, weil oft zu Mittag niemand zu Hause ist, die speisen zurück. Das heißt, das muss man alles wissen. Ansonsten sind wir da in einem gewissen Bereich durchaus im Blindflug unterwegs, was nicht gut ist. Das heißt, es braucht hier ein neues, modernes Gesetz, das die neuen Herausforderungen auch abbildet und entsprechend auch rechtlich deckt. Und das Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz ist in jedem Fall notwendig, weil erst vorige Woche die Europäische Kommission oder die EU mit der RED3-Richtlinie gekommen ist. Das ist sozusagen die neue Erneuerbaren Richtlinie, damit man den erneuerbaren Ausbau auch schneller machen kann. Und das gilt es jedenfalls, das muss national umgesetzt werden. Das heißt, man hat zwar eine gewisse Zeitspanne, ich glaube von 18 Monaten, aber dieses Gesetz muss kommen und auch hier wäre es gut, wenn das Gesetz jedenfalls noch in dieser Legislaturperiode kommen würde. Ja. Weil man es besser heute als morgen braucht. Ja, wollen wir hoffen. Es wird seit vielen Jahren ja darüber geredet und die APG braucht das natürlich auch andere, die den Strom transportieren wollen. Jetzt gibt es ja auch spektakuläre Projekte, die schon in Umsetzung sind. Stichwort Salzburg-Leitung, ganz oben in den Bergen. Man kennt das vom Bergsteigen, da stehen plötzlich irgendwo riesige Strommasten herum. Wenn man das so baut und ein Hochspannungsnetz quasi quer über die Alpen von Norden nach Süden führt, wie funktioniert denn das bautechnisch? Ist dann oft monatelang gar kein Bauen möglich, weil Winter ist, es gibt Stürme, es ist alles gefroren oder wie funktioniert das? Naja, das ist eine logistische wirklich Herausforderung aus mehrerlei Hinsicht. Auf der einen Seite muss man natürlich die Wettergegebenheiten berücksichtigen, gerade im hochalpinen Gelände. Aber was uns wesentlich mehr Probleme bereitet oder was uns wesentlich mehr herausfordert, ist die Tatsache, dass wir in den UVB bescheiden. Das heißt, um ein Projekt realisieren zu können, bekommt man ja von der Behörde einen Bescheid, eine Baugenehmigung.
Und in diesen Bescheiden haben wir ganz massive Auflagen und Bauzeitbeschränkungen. Zum Beispiel, wenn die Auerhahnbalz ist im Gebirge, darf man nicht bauen. Oder wenn die Hirschbrunft ist, darf man nicht bauen. Also Sie müssen Rücksicht nehmen auf viele, viele Gegebenheiten. Das heißt, das schränkt das Zeitfenster, in dem wir bauen können, sehr, sehr ein. Und hier ist es natürlich gefordert, die Baufirmen sind gefordert. Wir haben da verschiedenste Baufirmen, das sind Lose aufgeteilt. Wir haben 6 Baulose in Salzburg, das ist regional begrenzt. Mhm. Und da müssen die Baufirmen halt entsprechend intensiv planen, gut vorbereitet sein. Und in diesen Fenstern muss dann auch entsprechend zeitnah alles umgesetzt werden können. Kommt die Salzburg-Leitung, von der ja wirklich im Vorfeld jahrzehntelang geredet worden ist, kommt die voran derzeit aktuell, auch gemäß dieser Pläne, die sehr eng sind? Die Salzburg-Leitung kommt sehr gut voran. Wir sind voll im Zeitplan und wir sind felsenfest überzeugt und gehen davon aus, dass wir Anfang 2025 mit der Leitung in Betrieb gehen können. Wo erstreckt sich die dann und überquert die Hunterauen oder wo geht die? Ja, die Salzburg-Leitung beginnt eigentlich in der Stadt Salzburg, aber davor kommt sie schon aus Oberösterreich herunter, geht in die Stadt Salzburg und geht dann das gesamte Salzachtal entlang über den Pass Lueck hinunter bis nach St. Johann im Bongau. Dort haben wir ein großes Umspannwerk auch, wo wir das Salzburger Verteilnetz wieder anspeisen und geht dann weiter die Salzach entlang, aber doch in hohen Gebirgslagen immer, also kommt nur für das Umspannwerk ins Tal runter und geht dann bis nach Kaprun, wo die großen Pumpspeicherwerke stehen. Ist man da durchaus auf 2000 Meter oben oder wie hoch sind die? Ja, wir sind so auf 1600, 1700 Meter, nicht auf 2000 Meter. Wir sind nicht am Grat oben, ja, aber wir sind doch sehr hoch in den Lagen oben, um de facto dem bewohnten Gebiet auszuweichen. Es war damals die Vorgabe, die Vorgabe war Mensch in der Planung, Mensch vor Natur, das heißt möglichst weit weg von den Menschen, möglichst weit hinauf auf die Gebirgszüge, um eben den Menschen zu entlasten. Ja, blicken wir vielleicht nach vorne. Salzburg-Leitung haben wir besprochen, Weinviertel-Leitung, das ist alles, da tut sich etwas, aber was sind so die nächsten großen Meilensteine, wo Sie sagen, da wird jetzt endlich, die Genehmigungen sind da, das Geld ist da, 9 Milliarden Euro muss man sich einmal leisten können. Mhm. Was ist das Nächste, was begonnen werden wird? Also wir haben ja ein ganz großes Projekt auch in Linz, die Anspeisung des Zentralraumes Linz und auch der Vöstalpine. Da hatten wir jetzt ja auch leider einen Baustopp, weil eben die Behörde uns den Weiterbau versagt hat. Mhm. Da warten wir jetzt auf die weiteren Entscheidungen ab, die das Gericht trifft. Das ist eine bittere Pille, muss man ganz ehrlich sagen. Auch, wieso passiert das zum Beispiel? Auch dort die Tatsache, wir haben einen Masten in einem Naturschutzgebiet. Das ist leider anders nicht gegangen, um hier auch an die Vöst wirklich direkt den Standort der Vöst zu erreichen. Und es gab einen Einspruch und diesem Einspruch wurde jetzt stattgegeben von Seiten des Bundesverwaltungsgerichts. Und es gibt jetzt die Abwägung, ist das der Maststandort in der Form, gibt es Alternativen zu diesem Maststandort? Das macht jetzt ein Naturschutzsachverständiger. Mhm. Und bis der seine Arbeit getan hat und das Gericht dann entschieden hat, dürfen wir keinen Weiterbau oder keine Tätigkeiten machen. Das ist natürlich bitter, weil es geht eben genau in Linz um das größte Dekarbonisierungsprojekt Österreichs. Der Vöst selber mit den die Vöst würde ihre Hochöfen sukzessive Schritt für Schritt umstellen auf CO2-freie Stahlerzeugung und braucht dafür aber sehr, sehr viel Strom. Ja. Das heißt, und das ist genau das, was ich meine, wir müssen uns entscheiden, ist der CO2-Ausstoß, ist der Klimaschutz wichtiger oder ist es eben ein Maststandort, der so ein ganzes Projekt gefährden kann? Und diese Abwägung gilt es wirklich von politischer Seite auch zu treffen, um gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, woran die Richter dann auch ganz klar sagen können, es ist der Klimaschutz höher gewichtet als der de facto als die Trockenwiese, dort geht es um eine Trockenwiese und da kann man auch klar entscheiden und das fehlt derzeit. Ja, die Katze beißt sich da irgendwie in den Schwanz, schwieriges Thema, viele Interessen von unterschiedlichen Menschen, offenbar Hand aufs Herz am Schluss noch, glauben Sie, werden wir schaffen, 2030 Strom tatsächlich nur noch erneuerbar herzustellen und ihn auch ordentlich zu transportieren? Ja, wir sind auf einem sehr guten Weg, ich war selbst ein Zweifler, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja schon Interviews gemacht. Sind speziell bei der Photovoltaik, eben wenn wir die 2000 MW, wir haben jetzt ca. 5.500 MW Photovoltaik, wir müssen auf ca. 12.000 MW Photovoltaik kommen bis 2030. Wenn wir 2.000 MW pro Jahr zubauen, geht sich das aus. Mhm. Beim Wind wird es ein bisschen, da müssen wir mit Tempo zulegen. Es wird vielleicht keine Punktlandung, aber ich glaube, das Entscheidende ist, der Weg ist der richtige, der Weg stimmt. Und wir alle merken das ja, im Klima tut sich was, es ist nicht zum Besten und wir müssen dagegen arbeiten. Und so gesehen gilt es, alle unsere Anstrengungen auf dieses Ziel auszurichten, dann werden wir es trotzdem schaffen. Ob denn ein Jahr früher oder später, glaube ich, ist nicht der entscheidende Punkt. Ein riesiges Thema und das um 9 Milliarden Euro, ungewaltige Investitionssumme, habe ich selten so einen großen Betrag von einem Unternehmen in Österreich gehört. Ja, Gerhard, Christina, einmal mehr sehr, sehr spannend, was sich da alles tut. Man ist ja froh, wenn man den Steck in die Steckdose steckt und es bewegt sich noch etwas, weil man merkt, wie labil das alles ist. Alles Gute für die nächsten Jahre und danke fürs Interview. Vielen Dank für die Einladung.